Willkommen zurück zu Let's Play Crash Bash. Wir haben 58%. Ja, wir haben schon 15 Trophäen, 14 Edelsteine und 13 Kristalle. Wunderbar. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Den Kristall habe ich auf jeden Fall schon geholt, das ist klar. Okay, hier habe ich auch alles. Ja, sorry, ich habe jetzt länger nicht aufgenommen. Ein paar Tage. Was haben wir denn alles gemacht? Snow Bash, war ich da schon? Haben wir auch schon alles? Wow, okay. Okay. Metal Fox. Ah, genau, da habe ich einen Edelstein geholt. Ja, genau. Okay. Der Kristall wird aber, glaube ich, nicht besser. Wenn ich mich jetzt an den Edelstein erinnern könnte. Kann ich nicht. Naja, mal schauen. Hüte dich vor den fallenden Minen. Okay. Dann machen wir das mal. Ja, ich kann Panzer ja sowieso nicht, das wisst ihr ja. Lalalala. Ihr könnt euch auch gerne mal selbst zerstören, also da hätte ich jetzt nichts gegen. Ja, so ist gut, so ist gut. Also bisher habe ich noch keine fallenden Minen gesehen. Ich bin jetzt nicht wirklich scharf darauf, die zu sehen, aber würde mich schon mal interessieren, was die genau meinen. So, sehr gut. Hallo? Ne, ich verstehe jetzt nicht genau. Ach so, die meinen wahrscheinlich die Minen von denen, weil die jetzt stärker sind, oder wie? Du bist jetzt auch tot, der Sack. Hallo, ich schieße doch auf dich. Ja! Da kam nämlich gerade eine Mine runter, okay. Ach so, oder die war gar nicht von denen, oder wie? Ach, egal. Egal, egal, egal. Nicht nachfragen, akzeptieren. Ich habe es jetzt hier geschafft und dann soll mir das egal sein. Was auch immer ich jetzt genau gemacht haben soll. Soll mir egal sein. Gut. Dot Dash wäre dann dran. Okay. Ja. Wahrscheinlich habe ich jetzt ein Handicap. So wie bei den Flipper-Leveln, glaube ich. Dass die irgendwie 11 Runden haben und ich habe 12 oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, wahrscheinlich ein extremeres Handicap. Und ich habe schon 900 übersprungene Bilder. Ist das jetzt schlecht? Eigentlich das ist sehr schlecht, aber ich meine, ich habe 2 Runden mehr. Ich sehe ja selber das, was ich aufnehme, insofern. Und das sieht mir jetzt nicht so schlimm aus. Also, ich sehe ja keine Frame-Drops. Das ist nicht spürbar. Ich weiß auch nicht, sonst habe ich auch meistens über 1000. Normalerweise so. Und ich kann jetzt schon sagen, dass das wahrscheinlich nichts wird. Ja, super, danke. Ah, scheiße, man kann ja gar nicht neu starten. Ich versuche es trotzdem. Auch wenn es eigentlich jetzt schon klar ist, dass ich es nicht mehr schaffen kann. Weil Cortex einfach utopischen Vorsprung hat. Natürlich, ich könnte mich jetzt auf ihn fixieren. Abgesehen davon kann ich das Rennen aber selber nicht mehr. Insofern spielt es gar keine Rolle, ob Cortex gut ist oder nicht. Weil ich bin sowieso scheiße. Und es ist total egal, wie Cortex drauf ist. Ja, schubst mich doch am besten noch runter, du Sack. Verklag mich doch. Ja, kannst du nicht mal ein bisschen besser fahren, Cortex, damit du jetzt hier wenigstens gewinnst? Aber wahrscheinlich läuft die Zeit vorher sogar noch ab. Okay. Schlecht Cortex einfach mal ist. Naja. Ich bin definitiv schlechter, weil sonst hätte ich das ja irgendwie geschafft. Vielleicht. So, ich hätte jetzt gerne die Wumperfrucht. Wunderbar. Ich muss ja immerhin noch ein paar Runden aufholen, ne? Zack, zack. Ich habe Cortex voll getroffen und ich habe auch die Wumperfrucht mitgenommen und nicht Cortex. Früchtchen. Zack, ich habe ja voll auf den abgeschossen. Na, wunderbar. Hat sie ja doch noch ihren rechtmäßigen Besitzer gefunden. Ja, ich hätte gerne die Wumperfrucht gehabt, egal. Auf Rillaroom muss ich auch mal ein bisschen aufpassen. Ist auch schon relativ gut dabei. Aber wenn ich jetzt Rillaroom überhole, bin ich Erster. Wenn. Wunderbar, der ist auch nochmal runtergefallen. So lobe ich mir das. Damit bin ich jetzt offiziell Erster. Und auch inoffiziell. Aber ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Puh. Puh. Punktlandung. Absolute Punktlandung. Naja, Hauptsache ich habe es geschafft, ne? Ja, das war schon sehr knapp. Oh, ich habe mal so viel zu rendern, ne? Gerade rendert hier noch Ocarina of Time. Ich habe noch ein paar Latent Parts, die ich schneiden muss. Und ich muss auch noch Crash Bash Parts schneiden. Oh Gott, naja. Ich habe jetzt trotzdem Bock auf Crash Bash. Ich werde wahrscheinlich heute sowieso nur 2 Parts aufnehmen. Ist mir aber total egal, weil Hauptsache zocken.
Ich muss unbedingt mal wieder Crash Bash zocken. Da habe ich jetzt über eine halbe Woche nicht getan. Und das Spiel macht einfach süchtig, es ist einfach so. Gewinne das Spiel, ohne von einer Rakete getroffen zu werden. Oh, das ist böse. Ich erinnere mich, ja. Das ist ziemlich böse. Das heißt, hier lautet vor allem die Devise, nicht hinter einem sein, der eine Rakete hat. Man kann sich auch selber mit einer Rakete schießen, ja, hätte ich gerade fast geschafft. Also nicht hinter einem sein, der eine Rakete hat. Und die bessere Taktik ist sogar noch, erstmal die Raketen wegschnappen, damit die anderen die erst gar nicht kriegen können. Und das war ziemlich knapp, da bin ich froh, dass ich in den Abgrund gefallen bin, dass er mich nicht getroffen hat. Ja, was soll ich tun, ne? Er ballert mich halt direkt ab, da kann ich ja nicht ausweichen. Ich bin ja gerade mal hier wieder hochgekommen. Ich war aus dem Boot zurückgekehrt. Ja, das ist eine Anspielung auf Film Up. SpongeBob Film Up. So, wunderbar. Ja, ich hätte gerne die Rakete da. Ja, hat nicht so ganz geklappt. Dann schieße ich Rillaru ab oder auch nicht. Ich muss ganz schnell hier weg. Schnell! Schnell! Nicht so schnell! Boah! Danke, Cortex, dass du so schlecht im Zielen bist. Ja gut, jetzt ist es eh vorbei. Denke ich mal, ja. Rillaru hat auch noch eine. Außerdem muss ich auch darauf achten, Erster zu werden. Natürlich, natürlich. Das wird auch nochmal eine schöne Herausforderung. Wer ist denn im Moment ganz gut dabei? Der Kong. Und der Rillaru. Die beiden könnten mal ein bisschen Moderator hier machen. Die brauche ich nicht so schnell unterwegs. Sehr gut. Und da falle ich selber fast in den Abgrund der Spitze. Oh, scheiße. Der Kong ist fertig. Scheiße. Scheiße. Da ist er schon runtergefallen. Dann habe ich trotzdem noch Defizite. Scheiße. Ja, okay. Ich wusste nicht, dass das so extrem ist. Ja. Konnte ich jetzt aber auch nichts mehr machen. Dann ist natürlich scheiße. Ja, toll, Kong. Hast du ganz toll gemacht. Toller Hecht. Ich habe doch voll diese Rakete mitgenommen. Ja. Egal. Nehme ich sie immer noch nicht mit. Ist mir egal. Solange die keiner von den Affenköpfen da mitnimmt, ist es mir doch egal. Jetzt hat er Cortex, aber er macht gerade nichts draus. Überhol mich ruhig, solange du nicht mehr... Mann, du Sack! Ich wäre voll in die Wumperfrucht gefahren und wäre Erster gewesen. Jetzt der Cortex-Sack Erster. Ja, natürlich, ich habe doch die Wumperfrucht mitgenommen und hab Quadrat gedrückt. Wieso beschleunigst du denn nicht, du Hure hier von Tiny? Ist ja wohl nicht möglich. So, das war mal schön und elegant. Muss Cortex kriegen in den Sack. Oder muss einfach nur nicht runterfallen. Das ist auch eine gute Taktik. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Läuft doch hier. Sehr geil. Gut. Damit haben wir den zweiten Roadroom jetzt auch komplett, oder? Täusche ich mich. Boah, wir haben gerade fast 3000 Frame-Jobs. Also angezeigte sind wahrscheinlich in Wirklichkeit keine Frame-Jobs. Macht mir aber gerade trotzdem ein bisschen Angst. Also solltet ihr jetzt hier derbste Asynchronitäten haben, wisst ihr Bescheid. Ja, aber ich glaube, das ist normal. Der zeigt mir immer viel zu viel an. Oder überhaupt welche. Okay, dritter Endboss. Ich habe das ungute Gefühl, dass dieser Wettkampf nicht das ist, was er zu sein scheint. Achte gut auf deine Kristalle. Unterdessen musst du deine Fähigkeiten im Panzer weiter perfektionieren. Perfektionieren. Fähigkeiten in Panzer. ich würde mal sagen, überhaupt erstmal entwickeln, ne? Nee, aber wie gesagt, die Bosse hier sind sehr cool und das ist, glaube ich, sogar mein Lieblingsboss, weil er einfach richtig cool ist. Zerstöre die gegnerischen Bauwerke und besiege dann Komodo Joe und Komodo Mo. Oder andersrum. Ah ja, die kennen wir aus dem zweiten Teil. Die Brüder. Nur hier sind sie noch besser. Im zweiten Teil waren sie ja läppsch. Das sieht, glaube ich, jeder ein. Oh, Kacke. Achso, ich habe Gondeln hier. Gondeln sag ich schon wieder. Hier, keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Ich weiß es immer noch nicht. Ja, okay, okay. Dich auch noch, sehr gut. Dich noch, okay, okay. Zwei sind schon Matsch und der dritte hat mich wieder getroffen, ja. Super gemacht. So, ein Treffer noch und zack, sehr gut. So, nächste Etage und ich habe schon über die Hälfte weg, das ist nicht gut. Zumal die bösen Dinger jetzt erst kommen. Das sind jetzt hier quasi so die Brio-Cortex-Dinger. Die Brio und Cortex schießen. Und die ersten sind natürlich hier Tiny und Kong. Die Morgensterne.
Blödsinn, sind gar keine Morgen. Doch, das sind Morgensterne, doch, genau. Ja, ich hatte jetzt gar nicht mehr richtig in Erinnerung, um ehrlich zu sein. Ja, wieso müsst ihr mich denn jetzt so von hinten überfallen, ihr Säcke? Ah! Kommt schon wieder was geflogen. Na, ich bin ungeschickt, ja? Gebe ich zu. Arg ungeschickt! Oh, da ist eine Wumbachbruch, die will ich mir mal holen. Oder auch nicht! Ja, danke! Keine Wumbachbruch und dann noch... Na, schieß mich doch tot hier. Ich sagte, schieß mich tot. Ja, und dann treffe ich ihn selber nicht mehr. Ich hab... Was kriege ich da? Da kriege ich nur Munition. Ich will lieber die Wumperfrucht. Wäre ganz geil. Ah, direkt zwei auf einmal. Sehr schön. Und das gleiche am besten nochmal. Wunderbar. So lobe ich mir das. Wenn das immer so gut laufen würde, ne? Dann wäre das hier schnell fertig. Läuft aber nicht immer so gut. So, dich noch. Wunderbar. Einen noch, einen noch. Das Problem ist, die Dinger sind sehr schnell. Weiß ich auch nicht erst seit heute. Hm, die kommen zurück. Der kommt auch wieder. Ah! Oh, je, das war knapp so. Jetzt noch die Dinger. Aber dann ist immer noch nicht Ende, ja. Da kommen Raketen, genau, das weiß ich noch. Ja. Und die ziehen ziemlich viel ab. Und die zerstören sogar diese Felsen. Aber in der ersten Stufe darf man auch erst gar nicht irgendwas verlieren. Ist einfach so. Ja. Selbst das war schon wieder viel zu viel. Verloren. Ach, ich bin aber auch so ein Honk. Ich bin so... Ja, komm, töte mich, töte mich, töte mich, töte mich. Ich hab da keinen Bock drauf. Nicht, wenn ich schon wieder die Hälfte da weg hab. Das lohnt sich doch nicht. Ach, ich bin so schlecht, diesem Kampf hier. Ich hab einfach keine Panzerfähigkeiten. Sitz doch ein hier. Ich wollte schon fast ja Naughty Dog sagen, aber ihr seid ja gar nicht Naughty Dog hier. Ach, Mann. Ja, was soll ich denn machen? Der hängt an einem Kackblock fest. An meinem Block. Ja, Mann. Ja, dann weich doch wenigstens nach links aus, du Hure. Mensch. Ja, komm, töte mich, du Sack. Töte mich. Ja, hier. Tag der offenen Tür. Dreckdinge, ey. Ich will am besten erstmal links lang fahren, aber das bringt mir noch weniger. Weil er mich dann direkt abballert. Und dann bin ich auch schon wieder tot. So. Sehr gut. Der hat hier gesessen. Nein! Spam mich halt hier zu, ihr Säcke. Schieß! Du Nutte, nicht so! Ja, was soll ich denn machen, wenn er so scheiße abtitscht? Sack. Jetzt am besten wieder von hier. Jetzt triffst du nicht mehr, oder was? Du bist ein Penner, ne? Duell. Gerade hast du da so wunderbar getroffen. Jetzt triffst du nur noch einen, oder was, du Hure? Ey, du bist doch ein Penner. Du bist doch eine Hure. Ja, natürlich. Ja, was soll ich denn da machen? Wo soll ich denn da hin? Junge! Wieso hast du denn die gerade die zwei auf einmal getroffen, du Sack? Und jetzt nicht mehr. Das ist doch paradox. Ach, über das Spiel kann man so, sich so wunderbar aufregen. Was einfach nur Kacke ist teilweise. So, zack. Dich auch noch direkt mitnehmen. Ja, hier, bitteschön. Du bist tot. Du bist jetzt auch tot. So. Jetzt wieder aus sicherer Entfernung. Am besten. Hab die voll getroffen. Aber egal. Ja, häng da halt fest, du Sack. Mensch. Mann. Ja, schieß doch. Dann schießt der Sack nicht, ne? Der Affe. Hm, war ja wieder ein Spitzenschuss von mir. Voll ins Blaue. Und zack, so, sehr gut. Der trifft mich nicht mehr, wunderbar. Achso, der lebt noch. Ihr sagt mir das doch. Ich dachte, der wäre schon tot. Das war schon wieder close. Zack. Wow, kacke. Ja, schieß mich nochmal ab, du Sack. Bin ich tot. Das war blöd. Ja, ich wollte diese Kackwumperfrucht haben. Ich bin es selber schuld. Ich bin es selber schuld. Wieso? Ich wusste doch, dass ich dann direkt tot bin, aber ich versuch's trotzdem. Ich. Noob. Ja, und dann sowas. Ja, wunderbar. Ich... Oh, Mann! Ich hab dir nicht so weit gedreht, du Penner! Tu doch mal das, was ich dir sage. Na,
Dann tu es am besten nicht, ist eh falsch. Ja, triff dich doch selber, du Penner. Sei, ey, du hast mich nicht gesehen, ja, hallo. Du hast mich nicht gesehen, sehr gut. Ja, ich will hier keine Minen, ich will Wumperfrüchte. Ja, sonst bist du auch nicht, du Penner. Ja, jetzt wieder nur einer, ist schon klar, ist schon klar. Ja, da häng da halt fest, du Missgeburt. Ja, was will ich denn da machen? Ach, ist das ein Rotz. Ja, ich mag den Endgegner eigentlich, aber er ist scheiße. Ach, Mann. Ja, baller mich ab, ey. Direkt, wenn ich vor deiner Linse stehe. Ist schon klar, du feige Sau. Ich hab dich doch getroffen, du Missgeburt. Mensch. Ja, da triff mich halt, du Sack. Ach, der ist doch nicht mehr lustig. Ja, komm, triff mich doch hier. Hallo, hier stehe ich, du Pinner. Pinner, genau. Ah, ist doch für'n Arsch. Ist doch für'n Arsch. Sau witzig, das Spiel. Echt, gefällt mir. Direkt ein Dislike. Wenn ich es irgendwo disliken könnte. Ja, ist schon klar, natürlich. Ja, triff doch, schieß doch. Mann, was bist du für ein Penner? Da schießt doch wenigstens, wenn ich das von dir verlange. Ja, natürlich, ihr schießt wieder genau dazwischen. Ist schon klar. Ich habe solche Talente, dazwischen zu schießen. Natürlich. So, du bist auch tot. Ich bin oben lang gefahren. Pissnelke. Ja, ja, triff mich noch, du Sack. Wo du eigentlich schon tot bist. Ja, schießt mich beide ab. Seid ihr so asozial? Ja, ihr auch noch. Natürlich, natürlich. Wieso denn nicht? Ja, schön. Und die Wumperfrucht ist auch noch weg. Ja. Wie soll ich denn dann noch an den Pisser rankommen? Ja, natürlich. Du kannst auch fünfmal hintereinander schießen, du Penner. Ja, wo soll ich denn da hin? Ich konnte nicht links rum, ich konnte nicht durch die Mitte. Ja, was soll ich denn tun? Hinten stehen bleiben bringt auch nichts, da werde ich auch getroffen. Ach ja, super. Toller Endgegner. Habt ihr euch was richtig Tolles ausgedacht. Sehr benutzerfreundlich. Macht Spaß für die ganze Familie. Ja, komm, schieß mich ab und ich bin tot. Ja, komm, hier, hallo. Blindfisch. Mensch, kann nicht wahr sein. 3, 2, 1, 0. Schön. Und nochmal die ganze Scheiße. Ist das lustig. Der Spielspaß steigt immer weiter an. Bis ins Unermessliche. Ach, ist das lustig. Ja, da freue ich mich aber schon auf die Relikte, wenn ich doch hier bei einem Endgegner so viel Spaß habe. Wieso habe ich denn jetzt auf einmal voll Energie? Was ist los? Will das Spiel mich jetzt hier für den fairsten Spieler des ganzen Spiels auszeichnen oder was? Was geht? Was habe ich denn jetzt da gezaubert? Wie bin ich denn jetzt ohne Treffer durchgekommen? Also ohne Gegentreffer. Sag ich mal besser. Einer noch. Komm. Jawohl. Was? Ja, natürlich. Und weg ist das Teil. Schon klar. Ja, da muss ich erstmal warten, Misty. Okay. Chancen stehen relativ gut. Und eine noch. Sehr gut. Na endlich. Ach, ich hab's geschafft. Ja, der Boss ist noch nicht vorbei, das weiß ich selber, aber jetzt habe ich einen Checkpoint erreicht, wenn man so will. Jetzt kommen nämlich die Komodo Brüder und wir dürfen sie in Panzermanier bekämpfen. Wir haben aber jetzt so Raketen. Die ziehen ihn aber leider nicht so viel ab. Das ist das große Problem und ich muss natürlich beide besiegen. Ich als Einzelner gegen beide. Aber wenn ich jetzt hier verlieren sollte, muss ich nicht mehr den ganzen Endgegner machen, sondern wirklich nur noch hier diese Abschießscheiße gegen diese beiden. Also diese richtige Panzereinheit hier und nicht mehr hier mit dem tollen Roboter. Jetzt hänge ich hier fest. Die haben mich eingequetscht, aber sie schießen nicht mehr. Warum auch immer. Also sie schießen nicht mehr. Ah, jetzt haben sie wieder geschossen. Ist schon klar. Wieso haben die jetzt gerade die ganze Zeit nicht geschossen? Egal. So. Keinen Schrecken kriegen, wir müssen nur die beiden besiegen und das ist definitiv nicht schwierig. Im Gegensatz dazu, was wir gerade machen mussten. Man sollte natürlich auch möglichst versuchen, die Deckung hier am Leben zu erhalten, weil sonst ist blöd. Können sie auch selber verletzen, ich hoffe mal. Ja, jetzt muss ich hier durchschießen, ist schon klar. Nutte. So, sehr gut. Ja, die können sich auch selber treffen, wunderbar.
So, ja, das war wieder blöd. Sollte man sich wahrscheinlich erstmal auf einen konzentrieren. Ja, ich schieß doch. Ich konzentriere mich jetzt auf Komodo Joe. Der ist, glaube ich, gleich tot. Ja, ich aber auch. So, der erste ist tot. Jetzt kommt Komodo Mo. Das ist der etwas korpulentere der beiden. Schön durch die Felsen schießen. Ist, glaube ich, am besten. Ja, einer noch. Komm, nee, nicht mehr einer. Jetzt sind schon wieder mehrere. Ja. Ein! Hätte er getroffen, ne? Hätte der Scheißschuss getroffen. Boah, wie lange ich es hier einfach mal brauche. Über 10 Minuten oder so. Was ist das denn? Das kann's doch nicht sein. Ja, verletzt euch doch selber mit eurer Scheiße hier. Eure Alligator-Scheiße. Zack, so. Ich wollte eigentlich Komodo Joe treffen, aber soll mir recht sein. Ja, beide noch besser. Noch besser. So schwer sind sie doch nicht hier. So, Komodo Joe ist gleich tot. Der müsste eigentlich schon tot sein, ist aber nicht. Ja, ich schieß doch hier, du Penner. Zack, ja. Ich hab dich doch voll getroffen. Ist er tot? Er ist tot! Du gewinnst. Das ist ja nicht wahr. Ich hab's geschafft. Komodo Bros. Sie sind tot. Ich hab's geschafft. Alter, ey, das gibt's doch nicht. Wieso habe ich na jetzt so Probleme? Bei den ersten beiden hatte ich auch keine Probleme. Na, ich freue mich schon auf den letzten. Auf den letzten Endboss. Der wird ja dann richtig toll. Bin ich jetzt schon im dritten? Nee, ich bin noch im... Ach ja, Blödsinn. Ich bin noch schon im dritten und nicht im... Ja, klar. Das meine ich doch auch. Moment, dann habe ich ja schon die ersten drei komplett, ne? Und schon fast 70%. Ja, das ist ja geil. Sehr gut. Dann kommen wir schon in den vierten Warp-Room. Oh, geil. Geil. Ersten drei Warp-Rooms komplett. Also bist du hierhin jetzt erstmal vorläufig. Die Schmankerl kommt natürlich noch. Und zwar die Gold- und Platin-Relikte. Und jetzt kommt erstmal noch ein schöner Warp-Room mit, ich glaube, 7 Leveln. Kann das sein? Ich zähle nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus Endgegner. Und hier seht ihr schon Oxide Ride. Und natürlich mit diesem Oxid ist natürlich der Nitrous Oxid gemeint aus Crash Team Racing. So. Erstmal Skyballs. Ist wieder ein schönes, ja, Kugellevel, Balllevel, Flipperlevel. Diesmal allerdings, ja, in den Wolken. Und zwar mit einer eigenen Plattform, die nicht sehr schön ist. Das Beste ist nämlich, dass sie sich meistens gegen uns neigt. Das heißt, in unsere Richtung. Tiny ist halt wieder der schwerste. Und das Problem dabei ist, dass die Kugeln dann natürlich schwerkraftsmäßig direkt zu uns rollen. Und das ist nicht so schön. Es ist jetzt nicht so störend, aber trotzdem nicht gerade das Beste. Naja, die Trophäen dürften hier noch kein Problem werden. Die dürften ganz, ganz gechillt zu holen sein, aber... Naja. Vor allem der Edelstein. Nee, Blödsinn, der Kristall war das. Der ist hier ziemlich fies. Dann können die hier nämlich so Feuerbälle machen, sag ich mal. So glühende Bälle, die man nicht anfassen darf, sonst ist man direkt tot. Sonst wird die Zahl auf 0 degradiert, die man noch kassieren darf. Und das ist ziemlich fies. Da muss man quasi Bälle reinlassen. Die zählen dann nicht. Aber wenn man sie halt berührt, dann wäre man halt direkt tot. Deswegen muss man sie reinlassen. Man hat keine andere Chance. Man muss ihnen ausweichen. Wenn man sie nicht berühren darf, müssen sie logischerweise ins eigene Tor gehen. Wenn sie auf einen zurollen. Naja, das wird noch ziemlich lustig. Aber erstmal die Trophäe. Aber der vierte Warp Room ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Also Skyballs ist jetzt nicht so mein Fall. Aber das Polarride-Level da, das ist eigentlich mein Lieblingslevel von den Polarride-Leveln. Weil man da eine weitere Fähigkeit hat, sag ich mal. Die Pogo-Level, ja, das ist auch ganz cool. Auf jeden Fall. Aber da wird der Kristall die Hölle. Für mich das schwerste ever. Also zumindest, was jetzt nicht die Relikte unmittelbar betrifft. Aber das, der, ich sag mal, der schwerste Kristall im ganzen Spiel. Meiner Meinung nach. Oder einer der schwersten zumindest. Aber das Level an sich ist eigentlich auch ganz okay. Wobei ich bei den Pogo-Leveln jetzt auch keinen Favoriten habe. Eigentlich ist es das erste Level sogar noch mein Favorit. Weil das zweite, da muss man Viereck laufen, das finde ich jetzt nicht so geil. Und ja, das dritte, da ist der Ripperu, der immer nervt. Das muss auch nicht sein. Naja. Das vierte ist auch nicht das Beste. So, komm, Cortex, kassier noch einen. Dann sind wir hier durch. Oder ich kassier noch einen und wir sind durch und du hast gewonnen. Schön. Machen wir es halt so. Kacke. Dauert es ja wieder noch länger hier. Bei den Kistenleveln auf jeden Fall das zweite hier. Space Bash, das ist mein Lieblingslevel. Jungle Bash ist ganz okay. Snow Bash definitiv nicht mein Fall. Aber das Level hier ist auch cool aus diesem Warp Room. Da hat man nämlich auch wieder eine extra Fähigkeit, wie ich es so gerne nenne.
Deswegen ist es mein zweites Lieblingslevel von den Bash-Leveln. Panzer-Level haben wir jetzt Jungle Bash. Jungle Bash, sag ich schon wieder. Jungle Fox. Wir hatten ja schon Metal Fox und Desert Fox. Naja, ich finde sie alle scheiße, um ehrlich zu sein. Aber bei Jungle Fox hat man jetzt wenigstens ein bisschen Freiheit. Das seht ihr gleich, was ich meine. Und dann gibt es noch Swamp Fox, und das ist, finde ich, richtig behindert. Also von der Idee her cool, aber von der Umsetzung und von der Steuerung vor allem her richtig scheiße. Das kommt aber erst im 5. Warp Room. Und dann haben wir noch ein lustiges kleines Level. Das heißt Toxic. Keine Ahnung. Dot Dash hatten wir gerade, ne? Dann heißt es wahrscheinlich Toxic Dash. Ist halt auch wieder ein Rennlevel, das finde ich jetzt nicht so toll. Da finde ich als erstes eigentlich auch das Beste, Dot Dash. Ja, das ist ganz okay. Und dann haben wir noch ein richtig geiles Level. Das ist mein Lieblingslevel aus dem ganzen Spiel. Nee, Blödsinn. Aber mein Zweitlieblingslevel. Das heißt Ring Ding. Und das ist richtig cool. Da muss man nämlich Ballons zerstören. Und da gibt es so nette kleine Items wie der, wie ein Staubsauger, wo man die Ballons mit anziehen kann. Das ist ganz cool gemacht. Auf jeden Fall. Aber mein allerliebstes Level. Allerliebstes Level, das wartet oben im 5. Warp Room für uns. Habe ich ja schon im ersten Pogo-Level eine Anspielung drauf gemacht. Von wegen Pilzen, ja. Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Fällt mir gerade mal so auf. Mallet Mash heißt es, glaube ich. Naja, ich weiß es nicht mehr. Weil ich mir den Namen davon nie merke. Bei mir hieß es immer Pilze kloppen. Naja, ach, Kacke! Nein! Ja, ich hab's geschafft. Ach, bin ich schlecht heute. Die Framedrops machen mir ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst. Sonst achte ich da einfach nie drauf. Und jetzt fällt's mir gerade mal so auf. 8400 Bilder, ja, läuft. Ich weiß ja nicht, ne? Nein, aber ich sag mal, ich hatte bisher noch nie Probleme damit. Wenn meine Videos asynchron waren, dann meistens deswegen, weil ich es nicht richtig synchron gerendert habe. Aber es lag nicht an Framedrops, weil ich einfach keine hatte, auch wenn die da standen. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt auch einmal der Fall sein sollte. Wieso denn? Ich habe am Grabber nichts verändert, am Spiel nichts verändert. Ist ja alles dasselbe. Also ich habe jetzt noch 2 Minuten. Sollte ich jetzt gewinnen, werde ich, denke ich mal, den... Wenn ich dann den dritten Sieg dann auch noch direkt mache, das noch in dem Part lassen. Und sonst muss ich das auf den nächsten verlegen. Aber eigentlich würde ich schon ganz gerne jetzt noch die Trophäe hier holen. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt dieses Spiel wieder verliere, diese Runde, dann bräuchte ich ja trotzdem noch 2 Runden, mindestens. Und dann würde ich es, denke ich mal, doch auf den nächsten Part verlegen. Aber schauen wir erstmal, wie es jetzt hier weitergeht in dieser Runde. Bisher sieht es ja noch nicht so brillant aus. Wieder hier der Schlechteste. Ich glaube, hier ist die untere Position aber wirklich die Schlechteste. Was ja bei den anderen meistens die Beste ist. Ach, Kacke. Oben ist, glaube ich, auch nicht so gut, wie es eigentlich aussieht. Also, unten ist wirklich das Beste. Links und rechts ist auch ein bisschen beschissen, aber oben ist auch nicht so. Irgendwie ist alles scheiße außer unten. Außer in dieser Variation hier von dem Level. In diesem Level von dieser Art, sagen wir es lieber so. Variation klingt ein bisschen behindert. So, und Kong hat viel zu viele. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ihr könnt dem Kong gerne mal ein paar reinballern. Und dem Rillaru auch gerne. Ja, super. Genial. Dem Cortex auch. Haut euch einfach gegenseitig alle welche rein. Nur lasst mich in Frieden. Das wäre ziemlich geil. Macht ihr sowieso nicht, weiß ich. Ist mir doch klar. Na, der Kong hat aber jetzt ganz schön viele kassiert und ist sogar als erster weg. Hatte gerade noch am meisten. Sehr gut. So, komm, der hat auch nicht mehr viel. Ich habe aber auch nur noch 2. Komm, einer muss noch bei dem reingehen. Einer noch bei dem Affenkopf. Sehr gut. Wunderbärchen. Ja, 30 Minuten sind rum, aber ich muss jetzt einfach noch weitermachen, ja. Also natürlich, ich habe auch wieder ein bisschen früher angefangen aufzunehmen. Das heißt, es wird wieder so ungefähr hinhauen. Es wird jetzt wahrscheinlich noch nicht genau 30 Minuten sein. Obwohl es jetzt bei mir genau 30 waren. Insofern habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja, komm, das passt noch in den Part hier. Komm, das geht noch. Es ist jetzt auch nicht so ähnlich lang, das Level. 1-2 Minütchen vielleicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie 40 Minuten am Ende habe oder so. Ich erinnere mich an diesen Skyward Sword Part, wo ich einfach mal 40 Minuten gebraucht habe. Wegen dem Boss Rush. Naja, war nicht so cool.
das längste Video bisher auf meinem Channel. Irgendwas mit 37 oder 38 Minuten, irgendwas. Weil ich den Boss Rush doch ein bisschen unterschätzt hatte. Dachte so, ja komm, in einer halben Stunde müsste das locker machbar sein, und dann habe ich es doch nicht in einer halben Stunde geschafft, ne? Auch wenn das schon verdammt viel ist eigentlich, weil ich hatte ja eigentlich normalerweise 15 Minuten Part Skyward Sword. Wobei ich die auch meistens nicht eingehalten habe, da habe ich meistens 20 draus gemacht. Jetzt nicht, weil ich die Zahl schöner finde oder glatter oder sonst was, sondern weil es einfach besser gepasst hat. Naja. Bei Ocarina of Time will ich es konsequenter bei 15 Minuten lassen. Wirklich nur im Ernstfall ein bisschen überziehen. Und hier muss ich es einfach gerade machen, weil die Trophäe, ja. Wie will ich dann wenigstens noch in diesem Part bekommen? Es ist doch blöd, wenn ich das dann im nächsten mache. Da will ich mich dann schön auf die nächste Trophäe konzentrieren können. Und ich habe jetzt gerade noch fast die meisten. Das ist ja der Wahnsinn. Komm, komm, kassier noch einen. Dann habe ich die meisten. Sehr schön. Jetzt habe ich die meisten und bin zweistellig. Als einziger jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich schon wieder einen kassiert und Cortex ist jetzt schon weg. Sehr gut. Kong hat noch 6 und Rillaruhr nur noch 2. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Der hat auch nur noch 5. Ich habe nur noch 8. Na, ich glaube, sieht gar nicht mal so gut aus für mich gerade. Also sollte ich es jetzt nicht schaffen, dann werde ich es doch verlegen müssen. Aber ich bin noch optimistisch. Und ich glaube zu Recht. Einer noch beim Kong, komm, einer geht noch. Und keine 4 mehr bei mir. Boah, ich muss hier gerade derbs fighten. Ich habe nur noch 2. Nein! So ein Arschloch! Das gibt es doch nicht! So ein kleiner Wichser! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss.